Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie, ihr Lieben. Mein Name ist Ken Trigo und ja, den Football Manager, den spiele ich schon seit 2013. Und damals auf meinem alten Kanal, Ken Trigo, er wird mich vielleicht der ein oder andere sogar nachher kennen, habe ich damals den Football Manager als einer der ersten in Deutschland überhaupt Let's Played und wir haben seitdem so eine kleine Entwicklung gemacht. Ich hatte mich dann ein bisschen mehr auf Twitch und auf Streaming konzentriert, aber ich möchte auch wieder, weil wir jetzt auch regelmäßig Videos wieder auf dem Kanal bringen, möchte ich auch eine Serie starten zum Football Manager. Was ist so ein bisschen das, was mich auszeichnet, oder beziehungsweise was möchte ich in dieser Serie euch präsentieren? Was möchte ich euch zeigen? Naja, also ihr seht schon, wir haben hier eine ganze Menge an Erweiterungen drin, wir haben hier eine ganze Menge an Ligen drin. Ich wollte euch das Preset mal zeigen. Wir werden gleich einen kleinen Break machen und dann auch in die oder den Ladebildschirm überspringen. Wir werden Folgendes tun, weil das so ein bisschen das ist, was ich auch immer sage, was mir Spaß macht. Ich mache gerne kleine Dinge groß und ich mache gerne einen Journeyman. Also das heißt, wir wollen so ein bisschen den Misch machen. Wenn wir uns irgendwo wohlfühlen, wollen wir auch bei dem Team bleiben, aber wir werden starten ohne Trainerlizenz, wir werden starten ohne wesentliche Erfahrung. Das heißt, wir werden Hobbyfußballer sein und werden so ins Spiel hineingehen, werden uns dann auf Jobs bewerben, die uns angeboten werden. Wir haben von den Ligen drin, und das möchte ich euch auf jeden Fall am Anfang zeigen. Wir haben einige spielbar. Wir haben zum Beispiel die deutsche Liga, spielbar bis zur Regionalliga. Warum nicht tiefer? Weil die deutsche Liga für mich immer so ein Sprungbrett später ist. Ich möchte erstmal mich in Europa beweisen, auch vielleicht in kleineren Ligen unterwegs sein und das ein oder andere zeigen, was vielleicht nicht jeder immer unbedingt Let's Played. Und es ist halt leicht, irgendwie aus meiner Sicht zumindest, ich weiß nicht, wie es euch da geht, bei Liverpool oder so zu starten. Das ist natürlich schön, da geht es um Millionenbeträge, aber da wollen wir uns langsam aber sicher hin entwickeln. Und bis dahin wollen wir eben kleinere Steps machen. Wir werden dann auch immer wieder darauf eingehen, warum machen wir das jetzt gerade? Wir wollen uns in der Wettbewerbsreputation steigern und ja, vielleicht finden wir auch einen ganz tollen Verein, bei dem wir gerne auch länger bleiben. Ich zeige euch ganz kurz, wie gesagt, das Preset. Wir haben Deutschland dabei, wir haben Belgien dabei, Dänemark, dann haben wir England dabei, bis runter zur Wanarama National League. Da könnte es also einen potenziellen Einstieg geben. Frankreich, Griechenland, Irland, auch das immer interessant, zumindest bis zur First Division. Weiter runter macht in Irland nicht wirklich Sinn. Wir haben in Irland nämlich kein tiefes Ligensystem. Das heißt, wir müssen hier an der Stelle dann im Endeffekt auch nur bis zur zweiten Liga überhaupt das Ding reinnehmen, weil alles darunter kann nicht aufsteigen. Das ist dann wieder so ein kleiner Kniff, den man wissen muss. Wir haben Italien drin bis zur Serie C. Dann haben wir hier die holländische Liga drin, wir haben Nordirland drin, Norwegen, Österreich, wir haben natürlich eines meiner Lieblingsländer zum Trainieren, Schottland mit drin, Schweden, wir haben die Schweiz mit drin und wir haben Spanien mit drin, wir haben auch Wales mit drin. Die osteuropäischen Länder mache ich immer auf nur betrachtbar. Wir konzentrieren uns ein bisschen mehr auf den mitteleuropäischen, westeuropäischen Teil. Und werden hier also uns versuchen, langsam aber sicher zu entwickeln. Ich bin sehr gespannt, wo wir da landen werden und wo es uns am Ende des Tages hinzieht. Jetzt können wir natürlich auch noch einen Start wählen, ne? Bei der Spieleinrichtung. Was haben wir da vielleicht noch erweiterte Optionen? Sehen wir jetzt gerade erstmal nichts Wesentliches. Ich denke mal vom Preset klar. Wir starten einfach mal in der frühen Vorbereitung in Deutschland, einfach nur, weil wir irgendeinen Entry Point brauchen. Wir haben 2 Sterne bei der Spielgeschwindigkeit, 83.000 Spieler in einer kleinen Datenbank. Wir könnten die natürlich noch weitermachen, aber da würde die Spielintensität drunter leiden, wie wir jetzt hier auch sehen können, ne? Würden wir sehr wahrscheinlich eben auch an Geschwindigkeit verlieren. Das wollen wir natürlich nicht. Und wir starten einfach mal rein. 35 Nationen haben wir ausgewählt, 93 Ligen und das Spiel startet in Deutschland. Und während das jetzt aufbaut, pausieren wir jetzt kurz und vielleicht noch einen Satz zu dem Kanal oder zu dem, was wir hier vorhaben. Wir werden auf jeden Fall auf dem Kentrigo-Kanal hier
Es versuchen immer relativ transparent für euch zu machen. Wenn wir einen Verein gefunden haben, werden wir immer zwei Streams am Anfang der Saison machen. Zwei Streams, sage ich schon. Zwei Videos. Zwei Videos zum Anfang der Saison. Zwei Videos zur Mitte der Saison. Und zwei Videos zum Ende der Saison. Dazwischen werden wir immer mal wieder ein bisschen durchsimulieren, sodass ihr dann immer wieder auch einsteigen könnt und sich das ganze Thema nicht so zieht wie so eine Hechtsuppe, weil es ja dann doch auch wirklich sehr, sehr viele Spiele zum Teil sind und dann auch sehr, sehr lange dauert im Spiel. Das möchte ich euch ein bisschen ersparen. Wir werden die wichtigsten Spiele und die wichtigsten Szenen hoffentlich auch sehen. Und ja, ich würde jetzt sagen, wir sehen uns gleich wieder. Kurze Pause. Und dann bin ich sofort wieder für euch da und dann sehen wir uns das Preset an, wie wir auch reinstarten. Unser Profil, ganz wichtig. So, und da sind wir auch schon wieder. Und jetzt, da die Datenbank aufgebaut ist, hat ein bisschen gedauert, sehen wir auch ganz kurz das Preset. Also mein Alter seht ihr hier gerade. Wir sehen meinen Geburtsort, das ist tatsächlich der echte Geburtsort aus Bottrop. Ich weiß gar nicht, wer das kennt, liegt in Nordrhein-Westfalen. So ein bisschen im Gelsenkirchener Bereich. Aber ihr seht hier schon, der Lieblingsverein ist nicht Schalke 04, sondern Bayern München. Trainerlizenz haben wir keine. Hobbyfußballer, auch das war ja das, was ich gerade gesagt habe. Wir wollen klein starten und uns selber hocharbeiten. Das wird also sehr, sehr spannend werden. Und das Profil nutzen wir. Und jetzt könnten wir theoretisch uns schon einen Verein auswählen. Aber wir starten, und das ist eigentlich das Schwierige, arbeitslos. Und das wird auch das Thema sein, wie wir hier ins Spiel gehen. Wir wählen auch den Führungsstil aus. Auch hier lassen wir erstmal alles auf Standard. Da machen wir gar nicht viel. Hobbyfußballer, Trainerschein nicht vorhanden. Und bestätigen das mal und starten das Spiel. Und da bin ich sehr gespannt, wer uns denn überhaupt einstellen möchte unter dieser Voraussetzung. Wir machen mal, nennen das mal LP. Ja, ihr seht schon, ihr habt natürlich auch schon mal ein paar andere Dinge gestartet und auch schon mal selber gespielt. Das speichern wir ganz kurz und dann schauen wir uns auch mal den Arbeitsmarkt an. Also Arbeitsamt, das ist immer so der erste Schritt, den man dann natürlich geht. Wir haben hier die Auswahl, alle Jobs zu nehmen, die wollen wir aber nicht sehen. Wir wollen nur die Trainerjobs sehen, die uns tatsächlich dann auch angeboten werden. Und ja, und jetzt wird es halt interessant, weil wir jetzt natürlich auch nicht die Nationalmannschaft machen wollen und auch nicht die U-Nationalmannschaften. Und jetzt seht ihr schon, die Auswahl ist dann gar nicht mehr so unfassbar riesig. Regionalliga, das wird, kann ich euch jetzt schon mal sagen, nicht passen, denn wir werden keine Chance haben hier in der Regionalliga. Dafür muss man einfach schon ein bisschen angesehener sein, was wir noch nicht sind. Die Niederlande ist natürlich immer so ein interessantes Thema. Wir gucken so ein bisschen auf die Wettbewerbsreputation. Dann können wir auch relativ schnell sehen, was sich anbietet und was nicht. Patrick Twissell, 53, 141, das ist sehr wahrscheinlich, da könnten wir uns schon mal drauf bewerben, das werden wir auch gleich mal tun. Und genau, also das ist bisher so das Einzige in den 100er Bereichen, wobei, jetzt weiß ich gar nicht, hier müssten wir mal schauen. Saisonvorschau, lololop, einmal kurz reingeschaut, 55, nee, das ist zu gut. Super League 2. Super League 1 wird wahrscheinlich noch besser sein. Serie C in Italien, auch das könnte noch interessant sein. Wobei wahrscheinlich wir hier auch keine Chance haben werden, den Job zu bekommen. Es wird wahrscheinlich erstmal ein bisschen dauern. Aber wir gucken uns mal dieses Städtchen hier an oder diesen Verein. Wichtig ist, ich habe verschiedenste Erweiterungen drin. Diese Erweiterungen könnt ihr sehen bei mir auf dem Discord. Da habe ich ganz genau erklärt, welche Erweiterungen sind da drin? Wir haben andere Logos, wir haben andere Cutout-Faces, wir haben das Hintergrund-Pack, das Background-Pack von Sorted Out SI. Immer auch gerne das Meistertrainer-Forum von Football Manager dazugenommen und Erweiterungen hinzugefügt. Ihr könnt das Ganze sehr, sehr genau nachvollziehen, wenn ihr bei mir auf dem Discord dazukommt. Würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere den Weg dorthin findet. Dort werden auch immer die aktuellen, tagesaktuellen Videos gepostet. Von daher, wenn ihr Lust habt und euch noch einen zusätzlichen Discord-Kanal gönnen wollt, dann ist das auf jeden Fall der richtige. Wir werden uns hier mal drauf bewerben, würde ich sagen. Und ja, uns ist klar, dass wir jetzt keine große Auswahl haben. Also wir können jetzt nicht entscheiden, wir machen das oder das. Also wir müssen so ein bisschen das nehmen, was uns angeboten wird.
Alessandria, haben wir gesagt, könnte auch noch interessant werden. Die haben tatsächlich sogar eine relativ große Stadionkapazität, schönes Hintergrundbild, schöne Trikots, original dabei. Auch die könnten wir, da könnten wir uns auch mal bewerben, obwohl wir hier sehr wahrscheinlich keine Chance haben. Aber wir probieren es mal und dann gehen wir mal rein ins Spiel und gucken mal, welche Jobs uns denn tatsächlich auch angeboten werden überhaupt oder ob sich jemand um uns bemüht. Wie gesagt, die Auswahl ist jetzt nicht ultra. Auch hier ist es halt die zweite Liga in Dänemark. Das ist auch zu gut in Anführungszeichen. Da werden wir uns auch nicht drauf bewerben können, da werden wir keine Chance haben. Und wir schauen jetzt erstmal ein bisschen und lassen mal ein bisschen Zeit voranlaufen. Jetzt mit 2 Sternen in der Performance geht das sehr, sehr gut. Da bin ich mal gespannt. So, was die erste Frage wird an uns gerichtet. Und da geht es darum, dass wir im Ausland arbeiten. Sind wir dazu bereit? Und also, wenn ein interessantes Angebot kommt, sind wir gerne dabei. So, jetzt bin ich mal gleich gespannt, ob überhaupt jemand, weil manchmal ist es so, dass man auch Angebote bekommt. Jetzt sind wir aber in Deutschland ja in der Regionalliga, deswegen ist auch nur Kickers Offenbach gerade dabei, die überhaupt interessant wären. Und das ist dann, glaube ich, auch schon eine Jobkategorie zu weit oben. Wir werden aber ganz genau den Markt gleich weiter scannen und schauen, ob es nicht noch weitere Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel in Irland, Nordirland, da sind ja auch immer Jobs, die man vielleicht mal starten kann oder wo man seine Karriere starten kann. Wir sind aber darauf eingestellt, dass wir im Moment warten müssen, bis wir eine erste Chance bekommen. Hoffentlich bekommen wir sie überhaupt. Das wäre ja schon mal sehr wichtig. Wenn wir jetzt Monate brauchen, um den ersten Job zu finden, wäre es auch ein bisschen blöd. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wo uns das ganze Thema hintreiben wird. So, wir werden begeistert und wir kriegen zumindest ein Vorstellungsgespräch, was ja schon mal schön ist. So, da ist jemand entlassen worden. Also wir gucken immer mal wieder auch rein. Wo ist der entlassen worden? Ne? Wir hatten ja jetzt hier gerade bei denen mal angeheuert, Nordgötland und Götaland. Und hier hätten wir jetzt theoretisch noch 2 Vereine, die ebenfalls in Frage kommen würden. Kumla, das, naja, auch, Übergangstrainer ist auch episches Bild, die ziemlich weit unten sind in der Tabelle. Da könnte man nochmal anfragen und hier weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Auch 141, gleiches Ligenniveau wie davor und die sind aktuell 14. nochmal schlechter. Letzter aktuell 11 Punkte. Wir wüssten also, wir müssten uns auf jeden Fall strecken, um das zu schaffen. Aber alle diese Jobs sind für uns interessant. Hier haben wir zwar kein Originalstadion dabei, aber dann ist das so. Hier haben wir ein Stadionbild dabei und wir bewerben uns einfach mal auf alle diese Jobs in der Hoffnung, irgendwo was angeboten zu bekommen. In Schottland, wie gesagt, schöne Jobs, aber leider nichts für uns. Wir gehen mal zum ersten Vorstellungsgespräch. Schön, dass Sie mir die Gelegenheit geben, das Gespräch zu führen. Lassen Sie uns mal zur Sache kommen. Ich bin gespannt. Machen Sie sich Sorgen wegen der Sprache? Ich denke nicht. Eine universelle Sprache ist der Fußball. Sie bewerben sich auf mehrere Stellen. Naja, ich wäge bloß meine Option ab. Der Verein möchte einen Trainer verpflichten, der gewohnt ist, mit knappen Mitteln auszukommen. Wir sagen jetzt erstmal, ich werde das Geld des Vereins richtig nutzen. Wir sind zufrieden damit, wo Sie jetzt stehen. Sind Sie nun auf der Suche nach jemandem, der die Fähigkeiten besitzt, dieses Team auf das nächste Level zu bringen? Können Sie das umsetzen? Naja, ich habe ja noch keinen Ruf, deswegen wäre es jetzt blöd zu sagen, mein Ruf spricht für sich. Kann ja nur sagen, ich denke, ich bin gut genug, um den Job zu erledigen. Können Sie den Job sofort übernehmen? Ja, direkt. Würden Sie auch mit einem Sportdirektor zusammenarbeiten? Ja, warum nicht? Gehaltsbudget einhalten, klar. Das sieht für mich aber akzeptabel aus. Im Falle einer Anstellung erwarten wir ja, dass Sie den Abstieg vermeiden. Das halte ich für eine angemessene Zielsetzung. Haben Sie denn noch was anderes auf dem Herzen? Nein. Und damit machen wir es relativ unkompliziert in der Hoffnung, dass wir einfach den Job bekommen. Und die Chance vor allen Dingen auch unseren ersten Trainerposten zu bekleiden. Manchmal ist das Problem, dass man sich dann Ligen nimmt, die oder nur Ligen drin hat, die für so einen Journey oder auch für dieses Arbeitslosstarten gar nicht geeignet sind, weil die Ligenniveaus alle zu hoch sind.
Und dann habt ihr häufig das Problem, dass ihr wirklich sehr, 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 sehr lange warten müsst auf überhaupt einen Job, der sich anbietet. Jetzt haben wir hier gerade ein paar Jobs mal zusammengefasst, die für uns vielleicht auch interessant sein könnten, wenn denn die Trainer hier entlassen werden, was ja noch nicht der Fall ist. In Norwegen, Schweden, das sind so die Länder, in denen man gerne startet, weil es dort relativ einfach ist, reinzukommen. Ich hoffe, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen auf Irland. Wobei, Momente mal, wir kriegen hier es gleich angeboten. Also, wir haben sofort das Interesse von Angerath, ja, geweckt. Und ja, das ist der Klassenerhalt, der hier nur gefordert wird. Und dann sollen wir immer nicht absteigen. Und jetzt können wir die Verhandlungen beginnen und unseren ersten Trainerjob tatsächlich sogar schon annehmen. 5 Monate sind wir erstmal angestellt für 400 die Woche. Und wir sagen, das ist okay. Geld bringt uns an der Stelle jetzt sowieso nicht so viel, weil wir natürlich mit dem Geld nicht so richtig viel anfangen können. Das war jetzt bei den damaligen EA-Managern ein bisschen anders. Da konnte man mit dem Geld dann eine Yacht kaufen, whatever. Das könnt ihr hier nicht. Ihr könnt hier auch nicht mal mit eurem eigenen Geld eine Trainerlizenz kaufen. Das ist auch sehr oft kritisiert. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir jetzt in unsere erste Anstellung, und das haben wir jetzt gerade geschafft, wir haben unseren ersten Trainerjob bei Angerath BK, wir sind in Schweden gelandet. Und wir hören, die Anstellung ist bekannt gegeben worden, die Fußballwelt reagiert vornehmlich überrascht. Man kennt uns ja auch nicht, ne? Es wird vermutlich zahlreiche Fragen geben. Das erste Mal werden wir der Presse gegenübertreten. Dann gibt es noch ein paar, die hier als Favoriten gelten und die wir ausgestochen haben. Und naja, jetzt ist erstmal hier so das Thema, dass wir auf dem 10. Rang liegen. Also sogar besser, muss man ja sagen, als wir bei den anderen gestanden hätten. Der Medientipp aktuell 7. Also so schlecht ist das ganze Thema nicht. Wir sehen unser Team. Da haben wir vorne den Kone, Niang. Also ganz interessante Spieler. Wir können natürlich jetzt noch nicht richtig was über die Fähigkeiten sagen. Das werden wir dann gleich im Laufe des Spiels dann erst feststellen. Finanzen einhalten, ja. Klassenerhalt, das Ziel ist auch klar. Wir wollen auf jeden Fall eine Pressekonferenz geben und wir wollen uns jede Woche mit dem Staff treffen. Und dann schauen wir uns nochmal hier das Thema der Einsatzzeiten an, was jetzt für uns, naja, bedingt interessant ist. Dann haben wir hier eine Zusammenstellung der Fans, da sehen wir aktuell Normalos 25%, Familien 32%, das macht den Hauptteil der Fans aus. Dann haben wir Gelegenheitsfans, die auch noch einen Großteil ausmachen. 7% Erfolgsfans, auch interessant. Und der harte Kern, 7% Ultras, die regelmäßig zu den Spielen kommen. 567 Follower, 50 Fans haben eine Dauerkarte. Das ist natürlich alles auf einem Niveau, wo du sagst, uff, das ist nicht viel. Wir haben schon eine Taktik, über die wir auch sprechen werden. Ich habe die bereits in anderen Saves auch schon ausprobiert und bin damit sehr, sehr gut gelaufen. Wir haben eine Gegenpressmaschine hier angestellt. Wir haben einen offensiven Grundstil. In Ballbesitz ist es so, dass wir den Spiel Aufbau aus der Defensive heraus aufbauen, über die Seiten und dann erst in letzter Konsequenz mit offensiven Außenverteidigern eben auch auf die, ja, versuchen, hinter die Abwehr zu kommen, sie zu hinterlaufen und dann erst im letzten Moment eben den Ball in die Mitte zu spielen. Hier werden wir es dann geduldig machen. Hier haben wir auch ziemlich viele Hebel, um dann auch im Spiel mal immer wieder taktische Anpassungen zu machen. Pass in die Tiefe ist definitiv dabei. Umschaltspiel, wie sieht es hier aus? Gegenpressing, ja. Konter, ja. Wir wollen kurz abspielen. Hier haben wir beim Torhüter keine Präferenz beim Ballbesitz. Und dann haben wir hier noch das Thema der Formation. Es ist ein hohes Pressing natürlich, weil wir wollen Gegenpressing spielen. Dementsprechend macht es keinen Sinn, wenn wir mit einer tiefen Defensivlinie und mit einer tiefen Pressinglinie spielen würden. Deswegen hohes Pressing, hohe Defensivlinie, um den Platz schmal zu halten zwischen den Ketten und auch dann entsprechende Ballgewinne möglich zu machen. Das ist ja auch etwas, was. Das ist jetzt auch nichts Wildes, sage ich jetzt mal, oder das ist so eine ganz typische Eigenschaft von Gegenpress-Taktiken. Deswegen passt das eigentlich schon ganz gut. Jetzt können wir uns eine Aufstellungsempfehlung holen und einfach mal gucken, was er uns dann jetzt hier so anbietet. Wir können aber auch hier drauf gehen und mal schauen. Wir haben also auch schon eine Einschätzung. Das heißt, wir haben Mitarbeiter. Das ist schon mal interessant zu hören.
Hier ist der Idris Abdi, der kann links und rechts spielen. Dann haben wir hier den Kollegen, der verletzt ist leider, Karadütz. Und rechts könnten wir dann den Ahmed bringen. Zentral haben wir Kinali und hier könnten wir den Hilon bringen. Offensiv haben wir den Heremic, hier Kone, wobei wir jetzt vorsichtig sein müssen, im Sturm ist der auch Kone, da ist der sogar der Beste, deswegen können wir ihn hier nicht reinbringen. Dann würden wir hier Niang spielen lassen und hier Sabali, wobei das ist jetzt erstmal nur so ein erster Schwank. Das ist kein klassischer Offensiv-Linker, deswegen würde ich den sogar nicht nehmen und lieber dann hier auf Blomberg setzen. Wobei wir können uns den gleich, wir gucken uns da gleich auch nochmal die Werte an. Was ist denn mit dem Kone eigentlich? Wie ist der so drauf? Physis ist okay, nichts Wildes. Ausdauer auch nicht so prickelnd. Abschluss 9, Ballername 6, das ist okay. Könnte theoretisch auch besser sogar auf dem Flügel spielen. Dann schauen wir uns den Blomberg mal an. Haben wir irgendeinen, den wir jetzt hier herausheben können? Wenn wir uns mal die Gesamtsternwertung angucken, ist Idris Abdi sicherlich einer der Besten, der überhaupt so im Kader ist. Der ist 27 Jahre jung. Sein Vertrag endet. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon verlängern könnten. Auf jeden Fall von der Fähigkeit her sollten wir das so schnell wie möglich tun. Kinali, der Nächste. Alle Verträge enden Ende des Jahres. Deswegen müssten wir hier auf jeden Fall zügig auch in Vertragsverhandlungen einsteigen. Und wir wollen die Bank natürlich besetzen durch den Torwart. Der kommt hier als Ersatz rein. Wir haben übrigens keine Spieltagsvoraussetzungen, wie ich hier gerade sehe. In 3 Tagen spielen wir schon. So, dann schauen wir mal gerade. Was ist denn der Ersatz hierzu? Der normale Burhan. Dann nehmen wir den jetzt erstmal mit auf die Bank und dann würden wir den auch erstmal reinbringen. So, rechts, links haben wir noch den Sundegren. Den bringen wir mit rein. Und hier links für Abdi hätten wir noch den Yeso. Den bringen wir auch mit rein. Im Mittelfeld brauchen wir noch den Sulaimo. Und offensiv müssen wir mal schauen, da haben wir schon einen drauf. Blomberg hier, Sabali könnten wir nochmal mit reinbringen. Der kann, glaube ich, ja, Sabali kann beide Positionen ausfüllen, deswegen ganz wichtig. Und vorne im Sturm haben wir jetzt mit Sulaimo auch den zweitbesten Stürmer. Wir könnten auch ein bisschen durchtauschen. Dann würde ich fast sogar sagen, dass wir noch einen Mittelfeldspieler mitnehmen. Weil hier muss man häufiger tauschen als auf den anderen Positionen. Und dann wäre das so ein bisschen das Setup aktuell. So, dann gucken wir uns mal die Mitarbeiter an. Wir haben den gesamten Staff schon besetzt, außer hier bei den Scouts. Der Vorteil ist, dadurch, dass wir Assistenztrainer haben und auch einen Co-Trainer haben, können wir uns Mitarbeiter anzeigen lassen, wenn wir welche suchen, was wir jetzt natürlich auch machen werden, die auch Lust auf uns haben. Ne? Dann könnt ihr hier interessiertes Personal nochmal filtern. Das ist ein riesiger Vorteil. Und wir machen mal bei den Attributen, schauen wir jetzt mal nach einem Scout, Chef-Scout am besten. Und ja, bei 15 werden wir keinen finden. Sehr wahrscheinlich nicht. Deswegen gucken wir mal bei 10, 9. Wobei die Anpassungsfähigkeit meist höher liegt als das, was die Fähigkeiten angeht. So, jetzt haben wir 2, die hier passen. Adoris, der eine Anpassungsfähigkeit von 11 besitzt und der hier besitzt eine Anpassungsfähigkeit von 12. Jetzt könnten wir ihm einen Vertrag anbieten und sagen, wir würden dich gerne als Chef-Scout verpflichten. Bieten erstmal viel weniger an. Er will nur Assistenztrainer sein. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte, der technische Leiter. Wir könnten auch mal sagen, wir wollen, dass der, dass die hier auch Scouts sind, dann sich das Thema ein bisschen besser filtern.
der hier ist relativ gut. Jetzt gucken wir mal, Chef-Scout am besten. Für 5 Monate, da will er gleich ein bisschen mehr haben, ganzen Schwank mehr sogar. 70, 75 und dann haben wir den ersten Chef-Scout verpflichtet. Und jetzt suchen wir uns noch einen Scout. Mal gucken. Logischerweise wird der, den wir angesprochen haben, auch mit angezeigt. Und dann haben wir ihn hier noch und dann sagen wir ihm, Scout sein möchte für 6. Das will er. Dann haben wir das Thema. Wobei, ich glaube, wir haben sogar in der Transferabteilung sogar noch einen Posten offen. Ja, wartet mal. Habe ich gerade gleich sehr schnell. Na, noch ein zweiter Scout. Könnten wir also noch einen weiteren Scout uns anlachen. Aber jetzt sind die Fähigkeiten natürlich auch schon wirklich schwierig. Bei 3 da, ne? Wisst ihr, wie ich meine? So, dann können wir natürlich nochmal gucken, ob wir hier nochmal ein bisschen hochpushen. Einfach nur, um die Ergebnisse auch nochmal ein bisschen besser rauszufiltern. So, bleiben die 3 hier noch über. 14, 16 und 14. 16 hört sich besser an. 7, jawohl. Und dann haben wir 3 Scouts. Und dann gehen wir nochmal auf die Mitarbeiter. Und dann brauchen wir auf jeden Fall einen Chef-Physiotherapeuten und einen Physiotherapeuten noch. So, medizinische Rolle, Chef-Physio. Klar, da starten wir erstmal hoch. Dann lassen wir uns gerne runter korrigieren. Sieben. Sechs, auch noch keinen gefunden. 5. Das ist schon nicht gut, muss man sagen. 4. Okay, da gibt es 3. Einen haben wir schon gefragt. Und jetzt ist natürlich, oh, 6 ist natürlich auch wirklich hart. Chef-Physio, wir gucken mal, der will nur Scout sein. Jetzt haben wir wieder das gleiche Problem, was wir vorhin hatten. Ich habe auch hier den Fehler gemacht. Deswegen wird uns auch so wenig angezeigt. So, 6. Schaut mal, da haben wir dann doch jemanden, den Daniel Frisk. Der hat eine ganz schlechte Anpassungsfähigkeit, aber ja. 10. Bei denen. Chef-Physio und dann schauen wir nochmal bei 5. So. Schauen wir nochmal nach 11. Also noch alle dabei. 4, 2. Dann haben wir die beiden. Hallberg, 18. Disziplin, das ist auch nicht unwichtig. Und dann nehmen wir den als Physio und der will auch 10 und das ist okay. Und dann haben wir eigentlich jetzt erstmal das Thema hier soweit abgeschlossen. Unzufriedene Spieler, Ahmed, ja, kann ich irgendwo verstehen, wahrscheinlich auch mit der Zeit. Der ist natürlich, dass die Folgespieler gewisse Anliegen haben, da müsste man mal mit ihm sprechen. Er will einen neuen Vertrag, das ist ja eigentlich gut für uns. Dann beginnen wir doch mal die Vertragsunterhaltung mit ihm. Sofort machen können und dann schauen wir mal nach einem Thema. So, dann machen wir die Auflaufprämie weg, da bin ich kein großer Fan von. Und dann handeln wir, dann sagt er so und dann sagen wir so und dann sagen wir so und einigen wir uns hoffentlich auf ein Jahr. 30% bei Aufstieg, das ist okay. Hacialic ist der Kapitän, Heremic der zweite Kapitän und hier gibt es jetzt das wöchentliche Treffen. Da machen wir jetzt aber erstmal weiter. Und wir hören jetzt erstmal noch nicht auf die Sachen, lassen das jetzt erstmal hier so ein bisschen durchlaufen. Wird sich mit der Zeit dann auch regeln. So, dann ist noch eine ganz wichtige Sache, das wollen wir jetzt noch ganz kurz machen, bevor wir dann im nächsten Teil zurückkommen, dann auch mit dem ersten Spiel gleich. Da gehen wir mal auf die Übersicht der Tätigkeiten und das Mannschaftstraining kann ich euch nur den Hinweis geben, gerade wenn man hier im unteren Bereich ist, macht das Training selber zu leiten meistens keinen Sinn, weil ihr ja auch nur ein semiprofessioneller Verein seid, ihr trainiert also auch nicht Vollzeit. Dementsprechend ist das Thema relativ
entspannt. Wir brauchen das also hier noch nicht selber tun. Das können wir dann später machen. Und ansonsten sind wir soweit, glaube ich, fein. Jawohl, da sagen wir bestätigen und dann wäre noch das Thema Spiel interessant. Und da gibt es Testspiele, die werden vereinbart für die U19, das ist gut. Und hier ist es so, für die Reserve werden auch die Geschichten vereinbart, aber für die erste Mannschaft, da wollen wir das nicht, das wollen wir selber tun. Auch hier sagen wir bestätigen. Und dann haben wir erstmal das erste Setup gemacht für unseren neuen Verein. Der Angerts BK. Wir haben 1500 Zuschauer theoretisch Platz. Wir sind 10. 19 Punkte, müssen also nur den Abstieg verhindern. Das letzte Ergebnis war positiv gegen Herestedt Stadt. Und das erste Spiel erwartet uns schon in 3 Tagen. Dementsprechend bin ich sehr gespannt auf unsere Reise gemeinsam im Football Manager. Wir haben jeden Tag ein Video, außer am Wochenende. Das ist hier die kleine Einschränkung auf dem Kanal. Ansonsten gibt es ja noch 3 weitere Let's Play-Serien, die natürlich auch weiterlaufen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Angebot und ich hoffe, ihr seid dabei und habt auch Spaß an so einer Geschichte. Würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen. Freue mich generell, jeder, der reinschaut, immer herzlich willkommen. Kommentare ruhig runter unter das Video. Sagt mir Bescheid, wenn ich was machen soll, wenn ich was zeigen soll, wenn ich was anders machen soll. Gerne. Ich bin da sehr, sehr interessiert, auch an eurer Meinung. Und wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und den Kanal abonniert. Wie gesagt, das hier soll eine Dauereinrichtung werden. Dementsprechend unterstützt mich, dann kann ich auch wissen, dass ihr hier Spaß dran habt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis zum nächsten Teil, euer Kent Rigo. In diesem Sinne, schauen wir mal, wo die Reise hingeht.